Isa Gensgen gilt als eine der einflussreichsten Künstlerinnen unserer Zeit. In der FAZ wurde sie letzthin sogar als die womöglich weltweit wichtigste Künstlerin überhaupt angemerkt. Gensgen ist eine Verwandlungskünstlerin, ist eine Künstlerin, die ihre Bildsprache immer wieder geändert hat, ist eine Künstlerin, die weltweit ihre Spuren hinterlassen hat und sie ist eine Künstlerin, die sich immer wieder neu erfunden hat. Sie hat sich mit der Materialwerte neu erfunden, sie hat sich mit der Bildsprache neu erfunden, sie hat sich mit den Farbigkeiten neu erfunden. Sie ist eine Künstlerin, die für das steht, was unsere Zeit auch so richtig markiert. Veränderungsfähigkeit, Flexibilität und immer wieder pragmatisch auch gewissermaßen auf neue Dinge reagieren. Hier in der Bundeskunsthalle präsentieren wir eine Mini-Retrospektive von den Werken für den öffentlichen Raum von Isa Gensgen. 35 Modelle für Außenprojekte, 23 von denen waren letztes Jahr bereits in der Biennale von Venedig zu sehen. 12 neue würden speziell für diese Ausstellung hier in der Bundeskunsthalle realisiert. Wir sehen einen Überblick über das alles, was Isa Gensgen sich bei dem öffentlichen Raum gedacht hat. Wie geht man mit Raum um? Wie platziert man Skulpturen gegenüber von Architekturen? Wir sehen ein Spiel mit Dimensionen, mit Überdimensionierungen. Und wir sehen, wie sie letztendlich immer wieder auch bildhauerisch sehr stark bleibt. Es sind Modelle, die im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit einem Berliner Modellbauer hergestellt wurden. Vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir ein Treffen, um über die Außenkunstwerke von Isa Gensgen zu sprechen. Es sollte das gesamte Außenwerk von Isa Gensgen, also Skulpturen für den Außenraum, abgebildet werden. Das sind nicht nur ausgeführte Arbeiten, das sind ungefähr auch zur Hälfte Arbeiten, die gar nicht realisiert worden sind. Es gibt von den Modellen von Isa selbst gefertigte Modelle, die sind manchmal 20, 30 Jahre alt, aber die stehen uns heute nicht zur Verfügung. Sondern aktuell ist die Situation so, dass es einen Katalog von ihren Arbeiten gibt oder mehrere Kataloge, wo man dann halt diese Arbeiten wieder heraussuchen kann. Und manche von gerade realisierten Arbeiten sind heute noch zugänglich, sodass es da aktuelles und auch älteres Dokumentationsmaterial gibt. Manche von ihren Außenskulpturen sind 30 Meter hoch. Da muss man erstmal einen Maßstab finden, der geeignet ist, eine so große Skulptur im Modell zu präsentieren, ohne dass man den Zusammenhang verliert. Ein sehr schönes Beispiel für eine nicht realisierte Arbeit ist eine Skulptur, ein Projekt, was sie umgesetzt hat für ein gerade eröffnetes Galeriehaus in Köln 1988. Dort hat sie geantwortet auf die vorhandene Architektur, die ihr nicht ganz zusagte. Sie hat ein Fenster geschaffen, 1:1 im Maßstab von diesem Gebäude. Sie hat die Fensterkreuze weggelassen und wollte dies gerne ersetzen. Zu Recht hat natürlich der Architekt gesagt, das ist ein starker Eingriff in seine künstlerische Kreative, in seinen künstlerischen Entwurf, sodass er darum gebeten hat, es nicht zu realisieren. Und daraufhin ist Isa Gensgen hingegangen und hat das Fenster in der Ausstellung an die Wand gelehnt. Und das wurde dann damit zu einem Prototypen für ganz viele spätere Außenskulpturen, die sie realisiert hat. Die Arbeit Macy's Parade, die für die Skulpturprojekte Münster für 2017, also für das kommende Jahr, umgesetzt werden soll, hat innerhalb der Außenprojekte noch einen besonderen Stellenwert, weil es sich hierbei um eine Arbeit handelt, die sie gerne als eine Art Reenactment umsetzen würde. Sie würde gerne von der berühmten Parade Macy's Parade in New York diese riesengroßen Ballonfiguren, die ja von Menschen gezogen durch die Häuserschluchten New Yorks geführt werden, diese Arbeit würde sie gerne in Münster realisieren, was natürlich wunderbar zu ihrem Verständnis von Proportionen, von Größenverhältnissen wunderbar dazu passt.
Und es ist neu deshalb, weil sie diese Balance nicht schaffen würde, nicht eigens kreieren würde, sondern sie würde gerne die Originalen nehmen. Das hat also nochmal einen besonderen Wert. Und es wäre natürlich wunderbar, wenn eine solche Parade dann durch diese engen Häuser, Straßen, Häuserschluchten von Münster geführt werden würde. Die Rose ist eins ihrer wirklich wichtigsten Projekte vielleicht und vielleicht auch eins ihrer Projekte, mit der sie in der Öffentlichkeit auch sehr stark wahrgenommen wurde. Sie bedient eben alles, was wir damit assoziieren. Sie nimmt ein Klischee, eine kitschige Rose, nimmt sie aus dem Kontext heraus, aus der Vase, aus dem Garten und überhöht sie. Dieses Prinzip, das Pop-Art-Prinzip der Überhöhung aus dem Kontext herausnehmen, verfremden dadurch. Diese Rose lässt sie 8 Meter groß produzieren und stellt sie eben in den Park der Villa Schriever, der Friedrich Bode Stiftung auf und damit macht sie im Grunde dann die vorhandene Architektur und die Landschaft wiederum zum Modell. Das heißt, hier verschiebt sie total Modell, Realität und das ist ein ganz feines Spiel, was sie in vielen ihrer Projekte eben realisiert. Und das Schöne daran ist, dass sie diese Rose selbst so interessant fand, dass sie noch an anderen Orten realisiert hat, auch vor der Messe in Leipzig, vor dem Mori Art Center in Tokio. Das heißt, da sind es nochmal andere Untersuchungen von Architektur und Skulptur. Die U-Bahn-Station in Duisburg, das ist eins ihrer vielleicht umfangreichsten Projekte, was sie gemeinsam mit Gerhard Richter umgesetzt hat. 1991, 92 ist es realisiert worden, aber schon in den 80er Jahren schon entworfen worden. Also ein langer gedanklicher Prozess im Vorfeld. Hier handelt es sich um eine U-Bahn-Station, die auf verschiedenen Ebenen von beiden Künstlern eben unterschiedlich gestaltet worden sind. Man muss sich eine Wandgestaltung vorstellen. Isa Genzken hat zum Beispiel historische Texte, die mit der Stadt Duisburg zu tun haben, genommen, hat sie auf Farbflächen gesetzt. Gerhard Richter hat Spiegelflächen entgegengesetzt. Und das auf 3 Etagen ist, glaube ich, ein sehr, sehr prominenter, sehr imposanter Eindruck. Und das Schöne ist eben, dass man, wenn man als Mensch die U-Bahn benutzt, dann einfach von Kunst umgeben ist. Isa Genzken sagte mal, ich will mit meinen Skulpturen keinen Raum wegnehmen, ich gebe Raum dazu. Und tatsächlich ist das, was für ihre Projekte in den öffentlichen Raum immer wieder gilt. Sie ist imstande, ironisch, augenzwinkernd damit umzugehen. Sie kann mit Überdimensionierungen von ganz alltäglichen Gegenständen neue Emotionen hervorrufen. Und sie ist immer wieder aufs Neue darauf bedacht, einen neuen Umgang mit unserem öffentlichen Raum, mit unserem täglichen Umfeld zu finden.